neue Missbrauchsvorwürfe gegen katholische Geistliche. Neu ist Kloster Ettal, Mindelheim, Limburg, Fulda. Und nun erreicht der Skandal auch noch den weltberühmten Knabenchor, die Regensburger Domspatzen. Ein wahrhafter Flächenbrand ist das. Aber wie steht es eigentlich um Moral und Keuschheit der Ordensfrauen? Das ist eines unserer Themen heute. Auf unsere vergangene Mona Lisa-Sendung über den sexuellen Missbrauch durch katholische Priester haben uns viele Zuschauer angeschrieben. Besonders erschreckt haben uns die Berichte von zwei weiteren Opfern solcher Übergriffe, verübt von Frauen, von Ordensfrauen. Sie weihen ihr Leben Gott und den Dienst am Menschen. Ihre Gebote sind Armut, Ehelosigkeit und Gehorsam. Ein Dasein in vollkommener Keuschheit. Das ist für viele von uns unvorstellbar, ja unmenschlich. Und offenbar ist dieses Leben auch für einige Ordensschwestern ein Ding der Unmöglichkeit. Ja, kann in die Perversion führen. Nicht nur katholische Priester haben sich an Kindern vergriffen, auch Nonnen sollen ihre Schützlinge in Heimen sexuell missbraucht haben. Angelika Fell und Ute Leibel haben einen Mann und eine Frau getroffen, die in Mona Lisa zum ersten Mal erzählen, was ihnen in Erziehungsheimen von Ordensschwestern angetan wurde. Das ist eben so, man hört immer nur von den Priestern, dabei waren es doch die Nonnen genauso. Margarete Böttcher weiß das aus eigener schlimmer Erfahrung. Sie selbst sei als Kind über Jahre hinweg sexuell missbraucht worden von einer Nonne, so die 60-Jährige. Das erste Mal fing es an, als Badetag war. Sonst hat sie immer einen Waschlappen gehabt und nachher nicht mehr. Das hat mich auch ein bisschen stutzig gemacht und denke, naja, dann ging sie mit ihren Händen zu mir auch nach unten und waschte mich unten und hinterher dann mit den Fingern, dann ging das dann immer so wie ein Gekrabbel. Margarete war 5, als sie von der Fürsorge wegen Verwahrlosung in ein katholisches Kinderheim eingewiesen wurde. 3 Jahre später, erzählt sie, fingen die Übergriffe einer Ordensfrau der Berliner Hedwig-Schwestern an. Erst beim wöchentlichen Badetag, dann auch im Schlafraum. Kurz bevor ich eingeschlafen bin, kam sie an mein Bett und kommt hin und macht, dass ich leise sein soll, dass die anderen nicht wach werden. Ne? Also sie berührte mich erst, so von oben bis unten. Und dann drückte sie mich an sich und dann nahm sie meine Hand, dass ich sie auch berührte an ihren Teilen. Jedes Mal, sagt Margarete, wurde sie tags darauf von der Schwester mit Schlägen auf den nackten Po bestraft. Zur Einschüchterung, glaubt sie. Keinem konnte sie sich wirklich anvertrauen, auch nicht dem Beichtvater. Dann mussten wir natürlich vortragen, was wir gemacht haben. Und ich habe dann immer gesagt, ich habe Unkeuschheit getrieben, obwohl ich das doch gar nicht gemacht habe. Und daraufhin sagte er dann zu mir, dann beten Sie mal 10 Vater Unser und 10 Gegrüßet seist du Maria. Und das war's. Sexuelle Übergriffe durch Ordensfrauen, keine Seltenheit, sagt Professor Manfred Kappeler, einer der führenden Experten für Heimerziehung. Sein Leben lang hat er zu dem Thema geforscht, mit vielen ehemaligen Heimkindern gesprochen, auch über ihren Missbrauch durch Nonnen. Die sexuelle Gewalt, der sexuelle Missbrauch, der von Frauen ausgeübt wird, gerät da leicht aus dem Blick. Eigentlich war das immer bekannt und auch immer alle beteiligten Stellen das gewusst. Es ist nur nicht öffentlich diskutiert worden. Scham und Schuldgefühle sind bei den Opfern, die von Frauen missbraucht werden, besonders groß, sagt Kappeler. 50 Jahre hat es gedauert, bis Margarete jetzt in ML Mona Lisa zum ersten Mal öffentlich darüber spricht. Sogar ihrem Mann konnte sie sich erst nach 12 Jahren Ehe anvertrauen. Das ist einfach erstmal unfassbar. Und die Details kamen auch seitens von meiner Frau immer wieder mit Zusammenbrüchen herüber, obwohl wir uns ja nun zwischenzeitlich 24 Jahre kennen. Hubertus Groppe, auch er fühlt sich als Opfer sexueller Übergriffe durch eine Nonne. Bis heute quälen den 58-Jährigen die Erinnerungen an seine Kindheit im Heim, besonders an den wöchentlichen Badetag. Da hatten wir alle immer Angst. Und dann, wenn wir dann badeten, dann wurden wir eingeseift mit Kernseife. Und dann untergeduckt ins Wasser und dann so, und jetzt kannst du raus, wurden wir mit dem Waschlappen ab in die Hoden rein und dann schrien wir immer auf.
Hubertus, 1952 unehelich geboren, kam schon als Säugling in ein Kinderheim des Ordens der Barmherzigen Schwestern vom heiligen Vinzenz in Paderborn. Das, was ihm am Badetag immer wieder angetan wurde, verfolgte ihn ein Leben lang. Bloß nicht hingucken an das Geschlechtsteil, das war für mich eine ganz tiefe, böse Erinnerung. Wie man da hingeguckt hatte, das war für mich die Erinnerung, ne, was mit dir gemacht worden ist. Lange Jahre konnte Hubertus als Erwachsener Sexualität nicht zulassen. Folge der körperlichen und seelischen Misshandlungen, die offensichtlich auch in anderen Heimen zu dieser Zeit an der Tagesordnung waren. Dass die Nonnen, Kinder und Jugendliche auch noch bis in die Pubertät hinein gewaschen und abgeduscht haben, sie körperlich an allen empfindlichen Stellen berührt haben. Es wird immer von der Scham, gerade auch von Jungen gegenüber solchen Erzieherinnen berichtet. Körperliche Berührungen sind auch für Margarete schwierig, bis heute. Seit einem völligen Zusammenbruch arbeitet sie ihr Trauma mit therapeutischer Hilfe auf. ML Mona Lisa konfrontiert die Leitung der Hedwig-Schwestern mit Margarete Böttchers Aussagen. Daraufhin beginnen interne Ermittlungen des Ordens. Vor der Kamera wollen die Hedwig-Schwestern nichts sagen. Am Freitag dann eine Pressemitteilung. Darin teilt der Orden mit, Zitat: Den Vorwurf hat die Ordensgemeinschaft mit großer Betroffenheit zur Kenntnis genommen und umgehend begonnen, den Sachverhalt aufzuklären. Hubertus Groppe, auch er will endlich Aufklärung. Schon seit den 80er Jahren bemüht er sich darum, bisher vergeblich, sagt er. Auch hier fragt ML Mona Lisa nach. Auch hier will niemand vor die Kamera. In einem Schreiben bedauert der Orden der Barmherzigen Schwestern zwar die Umstände, in denen die Kinder damals dort untergebracht waren, aber Zitat: Herr Groppe wurde weder misshandelt noch sexuell oder in anderer Weise missbraucht. Auf ihrer Vollversammlung Ende Februar haben sich die deutschen Bischöfe intensiv mit dem sexuellen Missbrauch durch Priester beschäftigt. Und die Ordensfrauen? Für sie sei es fast ausschließlich ein Männerphänomen, schreibt uns die Deutsche Bischofskonferenz. Zitat: Ein möglicher sexueller Missbrauch durch Ordensfrauen ist daher bislang auch von den Bischöfen noch nicht in den Blick genommen worden. Sollte es diesen geben, müsste man sich auch damit befassen. Das scheint nun offenbar dringend nötig zu sein. Und das sind nur zwei Fälle, wir aber wissen von weiteren. Es sind wohl genug Fakten auf dem Tisch. Nun müssen die Bischöfe reagieren. Falls Sie mehr zum Thema...